Grüß Gott, ich hoffe, dass sich das jetzt noch mit meinem Akku ausgeht. Könnt ihr es im Titel lesen? Ich will so eine Art Story-Ding wieder machen, wie mit dem Sparky. Und zwar, diesmal geht es um eine Haargeschichte, weil vielen das ja aufgefallen ist, dass ich heller geworden bin und vielen gefällt das auch besser. Auch Kunden sprechen mich darauf an, dass das besser ist als das Schwarze, obwohl mir trotzdem manchmal meine schwarzen Haare noch abgehen, weil ich mich ja anders geschminkt habe auch durch die schwarzen Haare. Aber fangen wir auch an, weil sonst wird das Video zu lang. Ich habe sie jahrelang blond gehabt, also so richtig hellblond, viel, viel heller als das, was ich jetzt habe. Ich habe versucht, ein paar Fotos zu finden, das war aber ganz schön schwer, das war wirklich schwer. Ich habe sie einmal ganz, ganz hell gehabt, dann bin ich immer dunkler geworden, dann bin ich sogar in die Richtung, wie ich es jetzt gehabt habe, bin ich dann runtergegangen. Aber ganz, ganz am Anfang war ich sogar platinblond. Ich habe leider kein Foto gefunden. Ich habe mich so geärgert. Ich habe leider kein Bild gefunden davon, weil ich hatte mal so richtig platinblonde Haare mit so... Da hatte ich auch die Phase mit roten Oberteile dauernd tragen. Also leider habe ich aber davon kein Foto. Aber meistens waren sie immer so hell, wie ihr es vorher auf dem Foto gesehen habt. Dann bin ich immer so... Richtung 2010 bin ich immer mehr in so dunkelblonde, so wie jetzt, oder beziehungsweise so wie meine eigene Haarfarbe, sogar ein bisschen heller als meine eigene Haarfarbe. Da gibt es nämlich ein Foto, das mag ich so, so gern, da stehe ich mit der Sonnenbrille an so einer Säule. Das ist Foto liebe ich. Das klingt vielleicht eingebildet, aber ich liebe dieses Foto. Erstens mal war ich da viel jünger und viel schlanker und viel, viel hübscher als jetzt. Klingt vielleicht blöd, ist aber wirklich so. Also das Foto ist mein absolutes Lieblingsbild. Das habe ich sogar auf meiner Binnwand da hinten hängen. Ja, da seht ihr eh auch, ich bin immer dunkler geworden. Dann war ich sogar schon fast braun. Haare, ich hoffe, dass ich da ein Foto habe. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich hoffe, ich blende euch das alles, was ich habe, mal ein. Aber ich hatte sie dann sogar schon fast braun. Fast dunkelbraun. Und da kam dann meine Phase, dass ich es dunkel färbe mit Unterdeck blond. Ja. Auf manchen Fotos sieht man voll, dass das untere, dieses Blonde total kaputt war. Also dieses Platinblonde, dieses Unterdeck, was ich gehabt habe. Es war total im Eimer. Weil mir halt auch niemand gesagt hat, dass ich das pflegen soll. Wie will man das mit 18, 19 war ich da vielleicht? Oder 20? Könnte hinkommen vielleicht. Da war ich vielleicht gerade mal 20, da habe ich mich nicht wirklich... Habe ich da schon so angefangen mit Beauty? Ich glaube schon. Aber halt nicht so mit Haardinger. Da habe ich mich nicht so drum gekümmert. Und da wäre es halt besser gewesen, wenn ich auch so ein Silbershampoo benutzt hätte. Vielleicht nur an den Stellen, wo es halt blond war. Und die waren richtig trocken. Ich sehe das ja auf den Fotos. Also ich war selber erschrocken, wie ich das vor kurzem noch gesehen habe. Ja. Dann habe ich mir einmal einbildet, ihr wisst ja, wenn Beziehungsaus ist oder sowas, wollen Frauen an sich was verändern und ich habe mir einbildet rote Haare. Und ich muss zugeben, das war der größte Fehler meines Lebens. Wirklich, das war der größte Fehler, den ich jemals gemacht habe in meinem Leben, weil das Rote immer noch in meinen Haaren ist und ich bereue das wirklich. Weil ich war ja jahrelang blond, dann kurz dunkel und dann hatte ich auch noch dieses Unterdeck blond gefärbt und die Friseurin hat mir damals das schwarze oder dunkelbraune nicht mal rausgezogen, sondern hat einfach über mein blond und braun, rot drüber gefärbt. Ja, ihr seht ja da ein Foto, da sieht man es nicht so, dass es rot ist. Ich habe doch nicht so viele Fotos und ich werde da auch gar nicht so viele einblenden, weil das war eine Horrorzeit. Ich habe ausgeschaut. Vielleicht suche ich euch noch eins raus, vielleicht. Weil da sieht man ein Gruppenbild, gibt es nämlich von mir, Amy und Min, wo man richtig sieht, dass es hier heller war und da unten dunkler. Also ich habe ausgeschaut wie ein Stinktier, nur mit roten Haaren. Das war wirklich, wirklich schlimm. Deswegen würde ich niemals mir wieder die Haare rot färben. Es war zwar schön für eine Zeit lang, aber das hat nicht lang gehalten. So schön wie auf dem ersten Foto waren es nur 2 Tage. Nach dem ersten Mal waschen habe ich schon ausgeschaut wie ein, weiß nicht, Streifenhörnchen. Das war wirklich schlimm. Ja. Als allerletztes hatte ich dann die Phase, ich weiß nicht, wie das kommen ist, aber ich glaube, da war auch wieder so ein Beziehungsaus, ich weiß es nicht, hatte ich dann die extreme Phase, mir die Haare schwarz zu färben. Ich hoffe, dass das eine Foto dabei ist, was mir so gut gefällt.
Das hatte ich auch damals auf dem Blog, glaube ich, postet. Da habe ich ganz, ganz pechschwarze Haare. Das war nämlich, da habe ich sie mir sogar noch selber gefärbt, weil da habe ich diesen, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, das war von Schwarzkopf so ein riesengroßes Ding. Das hat man schütteln müssen, das hat auch Shake-Ding geheißen oder sowas. Es war eine schwarze Haarfarbe, was so einen leichten Blauschimmer drin gehabt, die war so geil. Und dann haben sie mir es auflassen und seitdem habe ich so Probleme gehabt mit dem Haare färben. Weil das war meine, jetzt habe ich mich erschreckt, das war meine perfekte schwarze Haarfarbe. Und die haben die dann irgendwann einmal auflassen. Ja, aber ich war ja jahrelang schwarzhaarig. Wirklich jahrelang. Ich habe ja auch mit YouTube angefangen, wo ich schwarze Haare gehabt habe. Ich glaube, ja, ja. Weil wie ich noch in der Küche damals kackelt habe, war ich noch blond. Und dann die anderen Haarfarben, weil da war ich nämlich in der Küche noch tätig. Und dann war eben das Schwarze als letztes und da habe ich dann auch dann kündigt. Ja. Bei den schwarzen Haaren gab es aber noch einen Tick von mir. Ich hatte so eine Phase mit langen Haaren. Wirklich, aber richtig so bis zum Hintern fast. So eine Phase hatte ich. Ich war ein bisschen zu geizig, mir so richtige Extensions zu kaufen. Keine Ahnung wieso. Aber leider war ich zu geizig und deswegen habe ich dann mir so Haarteile gekauft. Ich habe euch da Fotos einblendet. Ich habe nämlich so Phasen gehabt, wo ich da so richtig so, das hat so grässlich ausgeschaut. Das war nämlich so Plastikhaar, das war echt widerlich. Im bürsteten Zustand war es zwar schön und mir gefällt das noch immer gut. Aber das war ja schrecklich, wie das nach einer Zeit ausgeschaut hat, weil das sich auch so verwichtelt hat, so komisch. Also das war echt ekelhaft. Ja, aber ich hatte die Phase, die dauernd drin zu haben. So wie einmal eine Phase ich gehabt habe, da habe ich die Extensions drin gehabt, die schwarzen. Und dann habe ich so rosa-schwarze Strähnen noch drin. Das Foto seht ihr jetzt. Also da, am liebsten hätte ich mit zigtausend Strähnen in die Haare da. Nur damit ich mehr Haare habe und lange Haare habe. Das war die schlimmste Phase auch. Das, ja. Man hat so Phasen im Leben, Leute, die man einfach vergessen will. Nach dieser Haar-Extension-Blablabla-Phase habe ich ja angefangen, dass ich Farbe drinnen haben will. Das habt ihr auch noch mitbekommen, weil da habe ich ja dieses rote, diese roten Spitzen dann unten gehabt. Also dieses rote Ombre. Hat mir super gefallen. Ich fand das so, so schön. Und bei mir war das Problem, es hat einfach in den Haaren nicht gehalten. Das ist mich so geärgert hat einfach. Es hat wirklich leider nicht gehalten. Ich hoffe, ich kann euch da Fotos einblenden. Ich versuche, die rauszuforschen, wo die sind. Das hat mir so gut gefallen. Das hat mir wirklich so gut gefallen. Da traue ich eh hinterher, weil deswegen will ich auch gerne wieder schwarze Haare haben, weil mir das so gefallen hat. Ja. Und jetzt seit 2017 will ich eben auf meine Haarfarbe, auf meine eigene Haarfarbe wieder zurück. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich das irgendwann einmal sage, weil ich habe ja wirklich lange schwarze Haare gehabt. Ich habe versucht, das irgendwie von den Fotos rauszufinden, aber ich komme da nicht so ganz drauf, wie lange ich jetzt schwarze Haare gehabt habe, aber es war lange. Sicher 6 Jahre. Locker 6 Jahre, glaube ich. Ja, und deswegen will ich jetzt meine eigene Haarfarbe wieder haben, weil mir das Färben einfach auf die Nerven geht. Ja, und das hier, wie ihr sehen könnt, ist natürlich meine eigene Haarfarbe und das drunter natürlich nicht. Und mir gefällt dieses drunter nicht. Viele schreiben mir unter den Videos, dass die Haarfarbe mir besser passt oder dass in der Arbeit sprechen mich sogar Kunden drauf an, dass mir die Haarfarbe besser passt. Habe ich auch, glaube ich, am Anfang vom Video erzählt. Und auch Kolleginnen sagen, dass mir das hellere besser passt und dass ich immer heller werde. Das hat mir aber damals die Friseurin auch gesagt, dass ich immer heller werde. Und deswegen aber will ich trotzdem noch, weil ich will auch einen anderen Schnitt haben. Ich habe schon viele Fotos gesammelt. Ich will auch unbedingt einen anderen Schnitt haben. Und ich will dieses, seht ihr dieses? Ich kann die Farbe gar nicht beschreiben. Es ist nicht richtig orange, aber es ist auch nicht rot, so ein Mischmasch. Seht ihr das? Jetzt sieht man es gut. Ich hasse es. Mir gefällt das überhaupt nicht. Und das will ich unbedingt wieder weg haben. Ich werde aber erst wahrscheinlich im September dann zum Friseur gehen. Mal gucken, wie ich das und wann ich das machen kann. Weil ich will bald auf jeden Fall schon gehen. Weil ich finde das so grässlich. Seht ihr das? Ich weiß nicht, vielleicht stört es auch nur mich und andere sehen das gar nicht so wie ich. Aber ich finde das so, da sieht man es auch gut. Weil das Rote noch drunter ist. Meine Freundin, die mit mir auch immer mitgegangen ist zum Friseur, hat auch gesagt, ich soll auf jeden Fall noch drüber färben. Zuerst wollte ich nicht, weil ich mir gedacht habe, jetzt haben sie sich schon ein bisschen erholt, sie sind trotzdem noch hin und wieder trocken. Aber jetzt haben sie sich ein bisschen erholt, deswegen wollte ich erst nicht, aber jetzt im Nachhinein, wenn ich meinen Ansatz sehe und dann das, will ich auf jeden Fall nochmal drüber färben. Ich sollte auch nochmal drüber färben, glaube ich.
Wie kann man nur so viel reden, ohne Luft zu holen? ja, wenn es um Haare geht wahrscheinlich. Also ich hätte auf jeden Fall schon gern nochmal, dass da drüber gefärbt wird. Das ist wirklich, das ist halt, was mich auch stört. Seht ihr das? Deswegen wollte ich nie, glaube ich, meine eigene Haarfarbe haben, weil das so fettig ausschaut. Ich meine, viele jammern sich wieder, nein, du fummelst ja die ganze Zeit in den Haaren rum. Ja, weil mich die Strähne nervt, hallo. Deswegen fummel ich die ganze Zeit drin rum. Aber ich habe auch Trockenshampoo drin und irgendwie grieselt das so komisch da oben bei meiner Haarfarbe oben. Aber ja, ich glaube, das sind nur First World Problems, die ich da habe und sonst nichts Schlimmeres. Ja, was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, was ich vorhabe noch mit meinen Haaren. Ich habe jetzt irgendwie, ich weiß, das klingt vielleicht voll beschissen, weil ich ja wieder auf die hellen Haare zurück will. Aber nach ein paar Jahren, vielleicht nach ein, zwei Jahren, hätte ich gern so vielleicht schwarze Spitzen oder schwarzes Unterdeck. Vielleicht sowas. Irgendwas mit Farbe. Nur so ist irgendwie fad. Aber das überlege ich mir noch, da bin ich mir noch nicht sicher. Weil jetzt versuche ich erstmal von dem Gefärbten wegzukommen. Deswegen will ich mir nicht gleich wieder irgendwas reinklatschen. Das ergibt irgendwie auch keinen Sinn dann. Oder ich mache nur, wenn ich es heller habe, dann nur so bunte Haare auch vielleicht. Könnte ich auch. Also ich will trotzdem noch, will ich was mit meinen Haaren machen. Wenn es dann die Haarfarbe ist, die ich haben will. Weil das dauert ein bisschen, glaube ich, noch, bis das wirklich funktioniert. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wollte das Video unbedingt machen, weil viele schreiben mich halt drauf an, auf meine Haarfarbe und so. Und ich finde, ja, also ich muss sagen, mir gefällt schon das Helle. Ich bin so verwundert, dass ich mich drauf verbissen habe, dass ich wieder heller werde. Hätte mir das nie gedacht, aber who cares? Ja, ja. Mehr fällt mir jetzt gar nicht mehr ein. Ihr könnt es mir ja gerne mal schreiben, weil ihr habt so die verschiedenen Haarfarben gesehen, was ihr findet, was mir besser steht. Das finde ich nämlich witzig. Und dann will ich gerne wissen, was ihr für Haarfarben schon gehabt habt und was euer Fehler war. Weil bei mir war es eindeutig rot. Und deswegen möchte ich gerne wissen, was bei euch der Fehler war. Vielleicht war es bei euch ja auch schwarz oder blond. Je nachdem. Jeder hat was anderes. So, jetzt höre ich aber auf zu labern. Ich bin so aufgedreht. Keine Ahnung wieso. Vielleicht unterzuckert oder so. Oder überzuckert. Ich habe schon 3 Kaffee, glaube ich, getrunken. Ja, und ich habe heute irgendwie gute Laune. Kommt selten vor, aber ich habe gute Laune. Stellt euch das mal vor. Obwohl meine Thumbnails nicht funktionieren und mein Blog noch immer nicht funktioniert. Aber ich habe gute Laune. Ja, jetzt aber Schluss, weil sonst laber ich noch euch voll und euch interessiert das nicht. So, wir sehen uns dann im nächsten Video und bis dann. Bye. Jetzt habe ich gequietscht. Bye.